Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. In dieser Folge zeige ich euch das Attribut Text Transform. Das ist auch ein relativ schlichtes Attribut. Und zwar kann man alle Buchstaben, die man damit markiert hat, in Großbuchstaben umwandeln, alle Buchstaben in Kleinbuchstaben oder den ersten Buchstaben eines Wortes in Großbuchstaben umwandeln. So, und das zeige ich euch mal ganz kurz. So, ich werde hier ein bisschen den Text umbauen. Ich werde hier das in dem ersten Absatz, den wir hier reingeschrieben haben, da werde ich die 2 wieder rausnehmen. Ich habe auch schon vorher das Attribut gelöscht, um das hochzusetzen, diese 2. Und ich gehe jetzt mal bis ganz hinten und setze mir hier mein End-Tag von dem Span rein. So, und dann brauche ich noch ein bisschen Großbuchstaben. Mit ihm eine HTML-Seite gestalten und verunstalten kann. So, jetzt habe ich ein paar Großbuchstaben drin. Das hätte jetzt auch Blödsinn tippen können, aber gut. Style ist gleich. So, und jetzt Text Transform im Doppelpunkt. Und jetzt machen wir mal Uppercase. Also alles in Großbuchstaben umwandeln. So, und jetzt wird er uns hier diesen ganzen Teil in Großbuchstaben umwandeln. Ich speichere ab und schaue mir das Ganze auf dem an. Und ihr seht, der hat mir hier den ganzen Text in Großbuchstaben umgewandelt. Genau das gleiche kann ich auch machen mit, oder ich mache jetzt mal None. Das gibt es häufig, diesen Befehl, nichts, damit ihr einfach auch nochmal seht, was er jetzt ganz normal als Großbuchstaben hat. Also hier HTML zum Beispiel ist Großbuchstaben und Seite Großbuchstaben. Und wenn ich jetzt eingebe Lowercase, dann wird der die in Kleinbuchstaben umwandeln und zwar auch mitten im Wort. Ja, so. Hier, also seht ihr, HTML besteht jetzt vollständig aus Kleinbuchstaben und das letzte wäre eben Capitalize und dann seht ihr, dass er mir das erste Wort, den ersten Buchstaben groß setzt. Bei HTML zum Beispiel belässt er die Großschreibung ganz vollständig und bei Seite auch und ansonsten eben wirklich nur den ersten Buchstaben. Gut, das also macht der Befehl oder das Attribut TextTransform. So, das ist manchmal ganz wichtig für die Textmarkierung. Werdet ihr vielleicht bei Überschriften häufiger gebrauchen. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.